Ein Cabriolet! Ich habe es gerade wachsen und polieren lassen! Ich fliege wie Waylon Airsmithers! Ich fühle mich richtig befreit! Ich fühle mich so frei! Die Welt wirkt so klein und niedlich! Wow! Wie Lindsberg über den Atlantik! Ein Kinderspiel. Da wären wir. Raus mit dir! Kein Problem. Ich wünsche dir einen super Tag. Genau pünktlich. Weich wie Seide. Ah! Ich habe gespürt, wie irgendwas gerissen ist. Das war deine Schuld. Pass auf, wo du fährst, du. Du wirst vom Anwalt meines Chefs hören. Um Himmels Willen, sei vorsichtig. Schick die Rechnung zum Zerfetzen an meinen Anwalt. Das war ganz schön verantwortungslos von mir. Wenn's niemand gesehen hat, ist es auch nicht verboten. Ein Glück, dass die Justiz blind ist. Hoffentlich kann ich das absetzen. Dann wollen wir mal auf den Putz hauen. Das ist äußerst erheiternd. Hast du Lust auf Spaß, Spaß, Spaß? Ich habe einen engen Terminplan. Zeit zu verschwinden. Aus der Bahn, Lohnsklave! Verzieh dich zu deinem Niedrigeinkommenniveau. Was dagegen einzuwenden? Verschwinde mit deinem Wagen! Hast du kein Fernsehdinner, das irgendwo auf dich wartet? Mr. Burns, wo sind Sie immer, wenn ich Sie brauche? Das war sowas von gemein! Autsch! Das sieht teuer aus. Das wird der Versicherung aber nicht gefallen. Und ich habe gerade Fahrerhandschuhe bestellt, die farblich passen. Oh nein! Jetzt steht mein Wagen in Flammen! Es wird ewig dauern, um das wieder aufzuräumen. Wie demütigend! Das ist wieder wie in der Highschool. Komm schon, geht das nicht ein bisschen schneller? Das ist ein Ausgang und kein Eingang. Warum machst du das? Andere Seite. Zumindest habe ich niemand Bedeutenden erwischt. Das war dein Fehler und das weißt du! Keine Sorge, du kriegst eine beträchtliche Barabfindung. Ich kann nicht anhalten, aber es tut mir furchtbar leid. It's raining, man. Halleluja. Das ist nur ein schlimmer Kratzer. Oh, verdammt, ich habe meine Kaffee verschüttet. Ach, Mist. Ich glaube, dafür habe ich eine Versicherung. Das ist zum aus der Haut fahren. Achtung! Geh mir aus dem Weg. Für die Kundenbeziehungen ist das aber nicht gut. Vorsicht! Ich komme zu spät wie eine ausgeleierte Hose. Wenn ich zu spät komme, wird Mr. Burns nicht wütend sein, sondern nur enttäuscht. Zeit, in die Offensive überzugehen. Das wird knapp. Ich muss einen Zahn zulegen, so wie vorher. Au! Das hinterlässt eine Narbe. Ich habe innerliche Blutungen. Mein attraktivster Zahn ist abgebrochen. Selbst meine Eltern haben mir niemals solche Schmerzen verursacht. Ich werd's überleben. Leibeigenen Aufstand in Sektor 12. Aha, die donutfressenden Drohnen rebellieren. Ein Anruf und die Streikbrecher werden dir die Zähne austreten. Au, hey! Was ist los mit dir? Ich kann dich feuern, egal wo du arbeitest. Niemand darf mich überfahren, außer Mr. Burns. Hey, ich hab mir gerade die Haare gefärbt. In meinem Glücksplätzchen stand, dass ich heute noch sterbe. Ich werde dir beibringen, meine Kleidung in Unordnung zu bringen. Kernkraftwerksicherheitsdienst zu Sektor 18. Mr. Burns wird das von meinem Gehalt abziehen. Mr. Burns wird mich dafür bestimmt auspeitschen lassen. So benimmt man sich einfach nicht. Du Idiot, ich hab Welpen im Wagen. Ja, das gefällt dir, hä? Jetzt gibt's Krach, mein Lieber. Ich hab dir eine Delle in deinen Wagen gefahren. Ich nehme an, ich hab auch eine Delle in meinem Wagen. Trotzdem habe ich deinem Wagen eine Delle verpasst. Komm wieder, wenn du deinen Highschool-Abschluss gemacht hast.
Arbeitsbienen wie du sollten lieber weiter Honig sammeln. Ihr Luncheimerfresser solltet euch nicht mit mir anlegen. Wir sehen uns in der Arbeitslosenschlange. Das heißt, ich werde nicht da sein, denn ich bin angestellt. Aber egal. Juhu! Der Sieg verleiht mir Flügel. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich liebe es. Ich habe Ehrfurcht vor dir. Ich gebe dir eine Tube Sesam-Mandelkleie, wenn du mir dein Geheimnis verrätst. Superb! Ich verfluche dich mit deiner beherzten Natur. Der Bessere gewinnt schon wieder. Leb wohl, kleiner Arbeiter! Netter Versuch. Und wo kriege ich jetzt eine Massage? Kein Verfolger hat jemals Waylon Smithers erwischt. Ich helfe dir wirklich gern. Manchmal habe ich nämlich das Gefühl, als würde ich nur eine zweitklassige Rolle spielen. Na klar, ich muss sowieso den neuen Malibu Stacy Puppenhut einkaufen gehen. Natürlich. Es wird auch wirklich mal Zeit, dass ich aus dem Haus rauskomme. Warte, ich möchte dir meine neue Samtkrawatte zeigen. Okay, mein Arzt sagt, ich soll mir außer meinem Boss auch noch andere Freunde suchen. Ich bin so froh, dass du angerufen hast. Ich kam mir schon vor wie ein Aussätziger. Ich kann's kaum erwarten, dir meinen Wagen zu zeigen. Allein für die Soundanlage könnte man sterben. Okay, ich helfe dir, aber erzähl das nicht Mr. Burns, der glaubt, ich bin in Key West. Mr. Burns ist damit beschäftigt, Angestellte rauszuwerfen. Aber ich helfe dir. Oh, durch den Anruf ist mein Soufflé zusammengefallen. Ich werde in Kürze bei dir sein. Ich bin dankbar für jede Pause. Nur raus aus diesem Malibu Stacy Chatroom. Was für eine Überraschung! Sonst ruft mich niemand an. Jetzt nicht, Simpson! Ich muss für Mr. Burns ein paar Erledigungen machen. Danach habe ich eine Brunch-Verabredung. Sie wissen, wie das ist. Ach, Gott sei Dank! Seine Socken kringeln sich seit Tagen um seine Knöchel. Und das ist seine Lieblingsmarke. Allen Quatermains bleibt oben, Jungs. Mr. Burns liebt es, jeden Morgen zu videodonieren, damit seine Muskeln nicht von den Knochen abfallen. Danke, Simpson. Mr. Burns hat zwar keine Zähne mehr, aber er fühlt sich jünger, wenn ich ihm damit das Zahnfleisch einreibe. Ach, die kleinen Dinge, die man aus Liebe macht.